ja, was ich halt so geil finde, ist zum einen Natur, dann Motorschlitten fahren, Entschuldigung, ja, dann arbeiten im Seil, dann irgendwie abseilen aus dem Windrad. Es sind einfach so vielfältige Möglichkeiten, die man hat. Also an Einsätzen hat mich natürlich vieles geprägt. Das war als Beispiel ein großer Verkehrsunfall, wo zwei PKWs frontal mit 100 km/h aufeinander gefahren sind. Und als ich hingekommen bin, mein erster Blick, als ich aus dem Rettungswagen ausgestiegen bin, zur Unfallstelle gelaufen bin, war die Leiche des Fahrers des kleineren Wagens, der bei dem Aufschlag gestorben ist. Das Bild ist mir bis heute im Kopf und es wird mich auch nicht mehr verlassen. Also zum einen ist Motivation die Ablenkung vom Studium, also einfach mal rauskommen aus dem Alltag. Hier oben ist es immer relativ abgelegen, man ist viel draußen und natürlich die Teamarbeit. Also ich muss sagen, ich habe in der Bergwacht auch viele Freunde gefunden, die auch außerhalb der Bergwacht, wo wir im Sommer zusammen klettern gehen oder zusammen Skifahren gehen oder was auch immer. Also auf dem Weg zum Einsatz denke ich meistens an die zu erwartenden Verletzungen in Bezug auf die Schadensmeldung. Oberplatte am Räder, kommt. Räder hört. Es als Routine zu bezeichnen, wäre, glaube ich, übertrieben. Also Routine ist es definitiv nicht. Aber wenn man an so einen Einsatzort hinkommt, dann legt sich im Kopf erstmal ein Schalter um. Und man hat seine Algorithmen im Kopf, die man vorher gelernt hat. Und man verschafft sich einen Überblick über die Einsatzsituation, über die Verletzungsmuster und spult dann sein ABC-Schema ab, im Prinzip. Es gab einen sehr schönen Tag, an den ich mich immer wieder gerne zurückerinnere. Ein Dienstag hier oben auf unserer Rettungswache. Und das war ein Tag, wo wir dann 6 Einsätze direkt hintereinander hatten. Wir haben Patienten auf der Piste versorgt, runtergebracht, an den Rettungswagen übergeben, unser Zeug ins Auto eingeladen, kam schon der Mensch vom Lift wieder angelaufen und hat gesagt, da oben liegt der Nächste. Und das Ganze 6 Mal hintereinander. Zum einen war an dem Tag ein großartiges Team hier oben. Es hätte nicht besser sein können. Und auch die Einsatzzahl, Einsätze Schlag auf Schlag. Das heißt, man ist gefordert worden, man hat viel gearbeitet. Wir sind abends, als dann wir endgültig dann doch wieder auf der Wache waren, alle erstmal hingesessen und durchgeatmet, weil wir waren auch körperlich ziemlich nah am Ende. Weil es ist auch relativ anstrengend, jemanden von der Piste zu retten. Ja, es klingt jetzt unglaublich kitschig, wenn man sagt, ich tue immer einen Dienst an der Menschheit, aber das ist es im Prinzip. Also ich brauche irgendwas, wo ich mich gut dabei fühle, wo mir selber ein gutes Gefühl gibt. Und da ist das Helfen von anderen Menschen eine sehr gute Möglichkeit. Und wenn man das dann auch noch mit Bergen und Natur verbinden kann, dann ist es Erfüllung für mich selber, kann man sagen. Also es ist einfach, ich fühle mich selbst dadurch vollständiger.